Hallo. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie ein guter Vortrag mit PowerPoint aussehen kann. Oder auch ohne. Die meisten Regeln gelten für jeden guten Vortrag und sind ganz unabhängig davon, ob du eine Software wie PowerPoint verwendest oder nicht. Wenn du weißt, dass du ein Referat machen musst, dann setzt du dich wahrscheinlich an deinen Computer, du öffnest vielleicht die Suchmaschine und öffnest PowerPoint, fängst an zu recherchieren und schreibst die gefundenen Inhalte in PowerPoint zusammen und fasst sie dort zusammen auf Folien. An dieser Stelle solltest du kurz innehalten. Der erste Schritt wäre, über dein Thema nachzudenken. Und zwar bevor du dich an den Computer setzt, bevor du anfängst zu recherchieren. Du solltest ein paar Tage durch die Gegend laufen und immer mal wieder über dein Thema nachdenken. Du solltest dich fragen, was du schon über dein Thema weißt, welche Punkte davon besonders wichtig sind, welche du vielleicht eher weglassen kannst. Du solltest überlegen, wie du die wichtigen Punkte gut erklären kannst, welche Abbildungen oder Diagramme dir vielleicht beim Erklären helfen können. Außerdem solltest du dich fragen, ob PowerPoint überhaupt das richtige Werkzeug für dieses Thema ist. Wenn du zum Beispiel ein Referat in Chemie machen sollst, bei dem du einen Versuch vorführen sollst, dann kann es durchaus sein, dass es eher stört, wenn du zwischen Versuch und PowerPoint hin und her wechseln musst. Oder wenn du in Deutsch über eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht referieren sollst, dann kann es völlig ausreichend sein, diesen Text gut zu beherrschen, ihn schön vorzulesen und deine Analyse mündlich vorzutragen, ohne dass du an der Wand irgendwelche Folien bräuchtest. Es sollte dir klar sein, dass ein Vortrag nicht automatisch besser wird, nur weil du eine Präsentationssoftware verwendest. Ein guter Vortrag ist gut unabhängig davon, ob du Folien hast oder nicht, und ein schlechter Vortrag wird nicht automatisch besser, wenn du Präsentationsfolien hast. Denn diese verführen oftmals zu so etwas, zu unübersichtlichen Folien voller Listen, die du vorliest, Diagramme, die vielleicht nur kurz erscheinen, die der Zuhörer möglicherweise gar nicht gut versteht und die somit eher Langeweile erzeugen. Bei sowas kann es gut sein, dass deine Zuhörerschaft langsam dahindämmert und dir überhaupt nicht mehr zuhört. Das schafft weder bei dir noch bei den Zuhörern gute Laune. Du hast möglicherweise viel Energie in deinen Vortrag gesteckt und möchtest, dass er auch wahrgenommen wird. Deine Zuhörer können nicht weg, wollen vielleicht sogar was lernen über dieses Thema und kriegen von einem schlechten Vortrag nichts mit. Bleibt also die Frage, wie man es besser machen kann. Zunächst solltest du mit der schriftlichen Planung beginnen. Du solltest dir überlegen, was besonders wichtige Begriffe sind, nach denen du suchen möchtest, wie verwandte Begriffe dazu heißen. Du solltest überlegen, was du auf keinen Fall vergessen darfst, welches Thema zentral vorkommen soll, wie du es vielleicht einbinden kannst in deinen ganzen Vortrag und so weiter. Der nächste Schritt wäre dann die Recherche. Du trägst Dinge zusammen, notierst sie und erstellst eine Gliederung. Eine Gliederung heißt, dass du dir überlegst, was die Hauptthemen und die Hauptüberschriften deines Vortrags sind und welche Unterüberschriften es dazu gibt. An dieser Stelle gehört auch dazu, dass du dir überlegst, welche Dinge du weglässt, weil sie vielleicht zeitlich gar nicht mehr passen. Das kannst du natürlich entweder auf Papier tun oder mit digitalen Werkzeugen, je nachdem, was dir mehr liegt. Wichtig ist, dass du die ganze Zeit überlegst, was der rote Faden deines Vortrags sein kann. Das heißt, was das verbindende Element aller Teile ist. Die einzelnen Abschnitte deines Vortrags sollten inhaltlich verbunden ineinander übergehen. Man sollte nicht das Gefühl haben, dass du zwischen Themen springst, ohne zu verstehen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Grundsätzlich ist wichtig, dass du verstehst, dass ein Vortrag eine mündliche Veranstaltung ist. Es kommt darauf an, was du sagst und wie du es sagst. Du solltest dich nicht hinter deinen Folien verstecken oder sie gar vorlesen, sondern du stehst im Mittelpunkt und erzählst eine hoffentlich gut recherchierte Geschichte, über die du Bescheid weißt. Dazu gehört auch, dass du fließend sprechen kannst. Du solltest also über dein Thema so Bescheid wissen, dass du keine größeren Pausen machen musst, weil du nicht weißt, was als nächstes kommt. Natürlich solltest du nicht wie ein Wasserfall quatschen, du solltest deine Zuhörer nicht überfordern mit deiner Sprechgeschwindigkeit, aber es soll eben doch auch ohne größere Pausen gehen. Dazu ist es meistens nötig, dass du vorher gründlich übst. Wenn du einen Sportwettkampf hast oder ein Vorspiel mit einem Musikinstrument, dann ist dir völlig klar,
das du vorher üben musst. Bei einem guten Vortrag ist das auch so. Kaum jemand schafft es, einen guten Vortrag einfach ohne Üben hinzukriegen. Wenn du diese Punkte berücksichtigst und umsetzt, dann werden deine Zuhörer dir gerne und aufmerksam folgen. Überlege an dieser Stelle, was die wichtigsten Punkte waren, über die ich in den letzten Minuten gesprochen habe. Pausiere das Video hier und überlege, ob du die einzelnen Punkte noch zusammenbekommst. Vielleicht kannst du sie sogar auf einen Zettel schreiben. Wahrscheinlich bist du nun im Kopf die einzelnen Bilder nochmal durchgegangen, die ich dir gezeigt habe. Du hast versucht, dir das Bild nochmal ins Gedächtnis zu rufen und anhand des Bildes hast du versucht, den Inhalt zu erinnern, den ich dir erzählt habe. Damit bin ich beim letzten und vielleicht sogar wichtigsten Punkt meines Vortrags. Benutze starke Bilder, um deine Kernpunkte bei deinen Zuhörern zu verankern. Die meisten Menschen können sich viel besser an Bilder erinnern als an Listen oder Aufzählungen. Insofern solltest du dir einige Mühe geben, für die wichtigsten Punkte deines Vortrags gute Bilder, am besten gute Fotos zu finden. In der Videobeschreibung findest du einige Links dazu. Versuche nun also bei deinem nächsten Vortrag einige dieser Punkte umzusetzen. Hab Geduld, wahrscheinlich wird nicht alles auf einmal klappen. Wenn du aber an dir arbeitest und diese Dinge beherzigst, dann werden dir deine Vorträge immer besser gelingen. Und sie werden sowohl dir als auch deinen Zuhörern Freude machen. Viel Erfolg dabei!